Herr Professor Sinn, stehen wir in Deutschland und Europa vor einer größeren Rezession? Das hängt von Herrn Putin ab, und zwar allein von ihm. Wenn er den Gashahn nicht abdreht, gibt es keine Rezession. Wenn er den abdreht, dann schon. Es gibt auch Prognosen, modellgestützte Prognosen von einigen Ökonomen, die laufen darauf hinaus, dass das Sozialprodukt schrumpft um 3% von bis zu 8%. Das ist die pessimistischste Prognose, die ich gesehen habe. Irgendwas in der Größenordnung könnte passieren, und das wäre ungefähr noch mal eine Rezession wie in der Corona-Krise oder wie auch in der Lehman-Krise im Jahre 2008. Okay, dann im optimistischen Fall lassen wir mal so stehen, aber ich frage mal nach dem pessimistischen Fall, wenn uns das Gas abgedreht wird. Können Sie das so ein bisschen ausführen? Was würde das dann heißen? Vielleicht auch so jetzt in Arbeitslosenzahlen oder in sonstigen Auswirkungen auf die Wirtschaft, einfach damit es ein bisschen greifbarer wird. Also Gas wird ja zum einen für die Heizung verwendet von Haushalten. 48% der deutschen Wohnungen werden mit Gas beheizt. Das hätte also unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensqualität von sehr vielen Menschen. Und Gas wird auch für industrielle Prozesse benutzt, als Prozesswärme oder in der chemischen Industrie, um Harnstoff zu machen, was wieder die Voraussetzung für einen ganzen Zweig der Chemie ist, bis hin zur Düngerproduktion. Das würde also dann komplementäre Wertschöpfung in der Industrie, die am Gas hängt, beeinträchtigen. Und die Sekundäreffekte, die multiplizieren sich, weil das sozusagen Sand im Getriebe der Wirtschaft ist. Und es könnte dann zu einem Einbruch des Sozialprodukts in der genannten Größenordnung von 3 bis maximal 8% kommen. Aber der Primäreffekt hat gar nichts mit dem Sozialprodukt zu tun. Sondern der Primäreffekt ist, dass eben die Leute kein Gas mehr zum Heizen haben. Das wird ja gar nicht erfasst im Sozialprodukt, weil es ein importiertes Gut ist. Das heißt, die Hauptsache taucht gar nicht in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das Sozialprodukt auf. Wie würde das dann aussehen? Hätte man dann einfach nur noch relativ wenig Gas und könnte nur es wird zu bestimmten Zeiten heizen? Es sind ja schon Notfallpläne in Vorbereitung. Es wird rationiert, es werden die Preise erhöht, um die Leute zu sparsamerem Verbrauch anzuregen und so weiter. Die alten Verträge können im Zuge dieser Notfallpläne alle durchbrochen werden. Das heißt, die Firmen, die Energiefirmen erhalten das Recht, die Verträge zu kündigen und einfach marktgerechte Preise zu verlangen. Aber wie sieht denn das dann in der Praxis aus? Kann ich dann nur noch zu bestimmten Zeiten heizen? Für bestimmte Zeiträume? Das wäre das Negativszenario, was der Ökonom nun gar nicht mag, dass das reguliert und rationiert wird. Es ist immer besser, das über Preise zu machen. Okay, also sprich, wenn man es schön warm haben will, wird es einfach teurer. Ja. Und dann müssen die Leute überlegen, ob sie es lieber warm haben oder lieber in Urlaub fahren wollen oder so. Okay. Ich hatte ja noch nach einer Zahl gefragt, jetzt zum Beispiel Anstieg der Arbeitslosigkeit oder vielleicht irgendeine andere Zahl. Möchten Sie dazu was sagen oder ist das schwer? Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Chemiebereich ist zu erwarten. Und das kann auch Weiterungen haben. Wie viel, weiß man nicht. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass das Gas zum Heizen der Wohnungen fehlt. Das hat mit der Arbeitslosigkeit gar nichts zu tun. Dann blicken wir mal zur Geldpolitik. Welche Entwicklung erwarten Sie da in den kommenden 12 Monaten? Was kann die EZB machen oder was wird sie wahrscheinlich machen? Ja, wir haben ja eine Zinswende auf den Märkten. Wir haben eine Zinswende bei der Politik der Fed in Amerika. Und die EZB tut sich schwer, diese Zinswende nachzuvollziehen. Sie läuft der Kurve hinterher sozusagen, hat aber schon eine kleine Zinserhöhung von 0,25% für den Juli angekündigt. Damit wird der Zinssatz bei den TLTRO-Krediten, die die Banken beziehen, von -1% auf -0,75% hochgehen. Das ist aber noch nicht viel, nicht? Und ich glaube, so wird das bleiben, in dem Sinne, dass die Amerikaner ihre Zinsen anziehen und die Europäer mit kleinen Trippelschritten so ein bisschen hinterherlaufen. Und das Zinsdifferenzial zu Amerika wird nicht kleiner, sondern bleibt.
mit der Folge, dass auch der Euro niedrig bleibt, weil nämlich die Anleger nach Amerika gehen, um von den höheren Zinsen zu profitieren. Sie kaufen Dollars, bieten Euros an. Und das bedeutet, dass auch die importierte Inflation, die wir bekommen haben, durch dieses Zinsdifferenzial nicht kleiner wird. Wird denn die FED weitermachen mit ihrer Zinsanhebungspolitik? Ja, ja, die FED wird weitermachen. Und zwar will sie energisch bremsen, damit sie nicht zum Schluss wieder eine Gewaltbremsung machen muss wie 1979, als nach einem Jahrzehnt der Inflation man viel zu spät, aber dann umso heftiger gebremst hat. Man hatte damals die Zinsen am kurzen Ende auf 20% erhöht unter Paul Volcker, dem neuen Zentralbankchef, der im Sommer 79 in sein Amt kam. Das hat sofort die Inflationserwartungen korrigiert, hat aber auch weltweit eine Krise hervorgerufen, weil der Dollar hochging und die Entwicklungsländer in Schwierigkeiten kamen, die verschuldet waren im Dollar und. Also das will man vermeiden und deswegen wird die FED jetzt versuchen, rechtzeitig in energischen Schritten mit fester Hand die Zinsen allmählich hochzutreiben. Okay, also ich fasse mal zusammen, die FED geht schnell, die EZB verharrt eher fast auf der Stelle. Sie folgt im Schlepptau mit wachsendem Abstand oder mit Abstand. Gut, dann gucken wir mal auf die Immobilien. Wir sind ja hier auf einer Immobilienveranstaltung. Wenn man das mal ganz einfach denkt, ist die hohe Inflation ja gut für Immobilien. Stimmt das oder ist das zu kurz gedacht? Ja, das ist auch so. Langfristig sind Immobilien und auch Aktien als reale Ansprüche inflationsgeschützt. Denn wenn sich ein Preisniveau um die Hälfte vergrößert in den nächsten x Jahren, dann wird auch das Mietniveau hochgehen. Es sei denn, die Politik macht einen Strich durch die Rechnung und verbietet das. Aber von den Marktprozessen her ist man im Prinzip geschützt. Und der Realzins wird jetzt in der Phase, wo die Nominalzinsen steigen, fallen, weil sie nicht so schnell steigen, wie die Inflation gestiegen ist und weiter steigt. Die Inflation wird weiter zunehmen. Da ist noch mehr Inflationsdruck in der Pipeline, wie wir wissen, von den gewerblichen Erzeugerpreisen, die am aktuellen Rand um 33% zugelegt haben, was sich zu etwa einem Drittel bislang empirisch in der Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland in die Konsumgüterinflationsrate übertragen hatte. Okay, gut. Also ich fasse zusammen, fallende Realzinsen sind eigentlich immer gut für Immobilieninvestments. Ja, man muss aber ein bisschen mutig sein. Man muss auch akzeptieren, dass jetzt zunächst einmal die Immobilienblase ein bisschen verpufft, sodass also es nicht weiter hochgeht, überall jedenfalls. In vielen Bereichen werden wir stagnierende Immobilienpreise kriegen. Das Plausibelste ist, dass wir wieder eine Seitwärtsbewegung kriegen, wie etwa vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2010. Sie wissen, da stiegen ja die Immobilienpreise nicht, sie fielen aber auch kaum, nicht? Okay, ich denke, mit einer Seitwärtsbewegung kann man ja auch ganz gut leben. Dann blicken wir noch auf die deutsche Energiepolitik, war ja gerade auch drin in Ihrem Vortrag ein größeres Thema. Sie haben ganz gut das Dilemma beschrieben, aber welchen Ausweg gibt es denn aus dem deutschen Energiedilemma? Atomkraft. Also es ist ja wirklich das Dümmste, was wir haben machen können, die Atomkraftwerke abzustellen. Die sind nun mal grün, indem sie kein CO2 ausstoßen. Sie sind politisch in Europa als grün klassifiziert. Sie kriegen sämtliche Förderprogramme für grüne Anlagen, die Europäer machen. Es ist eine Diskriminierung der französischen Atomkraft von deutscher Seite nicht möglich. Wir können nicht sagen, Windkraft ist besser als Atomkraft und deswegen machen wir das und das. Das ist alles verboten. Es wird also sowieso zurückgehen in Europa zum immer mehr Atomkraft und auch hier werden die Deutschen wahrscheinlich der Entwicklung hinterherlaufen. Im Moment sind wir das einzige Land auf der ganzen Erde, das noch aussteigen will aus der Atomkraft. Okay, aber ist es ein Ausweg, quasi die 6, die ja noch da sind, einfach laufen zu lassen? Ja, sicher. Die 6 erzeugen mehr Strom als alle photovoltaischen Anlagen in Deutschland zusammen und zwar 20% mehr. Aber würde das reichen, die 6, um jetzt den Wegfall von Gas zu kompensieren zum Beispiel? Nein, das ist schwierig. Da müssen wir noch ein paar mehr bauen. Aber immerhin, das ist der Weg. Okay, gut. Dann lassen wir es mal so stehen. Der Weg wird wahrscheinlich
ja, einige Zeit brauchen. Und da stehen ja wahrscheinlich auch noch einige politische Diskussionen auf dem Weg. Ja, dann vielen Dank, Herr Professor Sinn. Und ja, schönen Tag noch. Gleichfalls.